Ja, hallo und willkommen zu einem weiteren Video, in dem ich dir wieder mal einen, man könnte sagen, Trick nennen möchte, aber eigentlich ist es diesmal eigentlich überhaupt kein Trick, sondern es ist vielmehr eine Erkenntnis, die es zu machen gilt und eine Erkenntnis, die, wenn man sie sich vor Augen führt, das bewusste Manifestieren, das Imaginieren extrem erleichtert und mit Freude versehrt, so dass es halt wirklich Spaß macht. Es sollte Spaß machen, etwas zu imaginieren, das impliziert, dass mein Wunsch erfüllt ist. Das sollte selbstverständlich Spaß machen und nichts sein, was sich wie ein Kampf anfühlt. Und zwar rede ich von der Erkenntnis, dass dir, ja, genau dir, zwei Wesen innewohnen. Dir wohnen zwei Wesen inne. Nicht nur ein Wesen, sondern zwei Wesen. Und zwar sprechen wir hier einmal von dem inneren Menschen und dem äußeren Menschen. Und sicherlich hast du das schon des Öfteren gehört, auch in meinen Videos erzähle ich öfters vom inneren Menschen, vom äußeren Menschen und dass du beide Wesen bist. Aber ich wollte da nochmal ein eigenes Video zu machen, das nochmal ein bisschen ausdifferenzieren, weil es einfach extrem hilfreich ist. Das bemerke ich immer wieder. Und ich möchte dir auch ja, in diesem Video mitteilen, warum es so hilfreich ist. Der äußere Mensch, das ist ganz klar, das ist bei mir zum Beispiel Daniel. Das ist die Person, die du gerade siehst. Das Gesicht, das ich trage, die Person, die gerade zu dir spricht, das ist Daniel. Und wer auch immer mir jetzt gerade zuschaut, wessen Vornamen du dir gibst, das ist der äußere Mensch. Das ist das, was andere Menschen sehen, ist der äußere Mensch. Die anderen Menschen in deiner Welt sehen immer, wo der äußere Mensch gerade ist, wie der äußere Mensch sich gerade verhält, wie der äußere Mensch agiert, wie der äußere Mensch aussieht, ob der äußere Mensch gesund oder krank ist, wo er sich gerade befindet. Ja, also die Menschen können nur den äußeren Menschen jetzt gerade hier in Asien sehen, nicht in Europa, weil der äußere Mensch Daniel gerade in Asien ist. Der innere Mensch aber, der muss gar nicht mehr in Asien sein. Wo der innere Mensch sich jetzt gerade befindet, das kannst du nicht sehen, das kann niemand hier sehen. Genauso kann ich nicht sehen, ob dein innerer Mensch gerade krank oder gesund ist, arm oder wohlhabend, wo er sich gerade befindet, ob er alleinstehend oder ein glücklicher Partner ist. Das sind alles Dinge, die kann ich nicht sehen. Ich kann nur das sehen, was der äußere Mensch zeigt. Und jetzt ist es ganz wichtig zu verstehen, wie diese beiden Wesen agieren, wie diese beiden Menschen miteinander verbunden sind und sich austauschen. Und zwar ist es so, dass der innere Mensch immer das Kommando hat. Der innere Mensch hat das Kommando und der äußere Mensch ist wie ein kleiner Junge, ein kleines Mädchen, welches dem inneren Menschen, dem Vorbild, hinterherrennt. Immer. Und in meinem Buch Magie des Schönen habe ich das ein Vakuum genannt. Das ist ein Vakuum und das Bewusstsein, welches kein Vakuum mag, ist immer bemüht, dieses Vakuum zu schließen. Und was mit Vakuum gemeint ist, möchte ich dir wieder mal an einem super simplen, banalen, stupiden Beispiel erläutern. Aber dieses Beispiel macht deutlich, wie unser Leben funktioniert, wie Bewusstsein funktioniert, wie Manifestieren funktioniert, wie innerer und äußerer Mensch miteinander agieren und im Zusammenhang stehen. Wenn du, nachdem du dieses Video geguckt hast, die Entscheidung triffst, einkaufen zu gehen. Was ist eine Entscheidung? Eine Entscheidung ist ein imaginativer Akt. In dem Moment, wo du die Entscheidung triffst, einkaufen zu gehen, ist der innere Mensch im Supermarkt, vor dem Supermarkt, beim Einkaufen, an der Kasse. Die Menschen, die vielleicht gerade neben dir sitzen, die können nicht sehen, dass dein innerer Mensch im Supermarkt ist. Die sehen nur, dass du noch da bist, wo du die Entscheidung getroffen hast oder wo du warst, als du die Entscheidung getroffen hast, einkaufen zu gehen. Das heißt, der innere Mensch, der vorangeht, hat die Entscheidung getroffen, also einkaufen zu gehen, also hat sich vor im Supermarkt platziert. Der äußere Mensch kommt jetzt dadurch, dass der innere Mensch die Entscheidung getroffen hat, ins Tun. Sonst könnte der äußere Mensch gar nicht ins Tun kommen. Das heißt, er steht auf von da, wo er gerade sitzt, zieht seine Schuhe an, zieht je nach Temperatur seine Jacke an, geht aus dem Haus, geht den Weg zum Supermarkt. Unterwegs trifft er vielleicht auf ein paar Hürden. Zum Beispiel trifft er einen Bekannten und man verplaudert sich ein wenig. Aber letztendlich wird dieses Vakuum, was entstanden ist, in dem Moment, wo der innere Mensch den äußeren verlassen hat, nämlich als er entschieden hat, im Supermarkt zu sein, wird dieses Vakuum geschlossen, wann? Wenn der äußere Mensch vor dem Supermarkt steht. Dann ist die Manifestation entstanden. Dann ist die
innere Vorwegnahme zu einer äußeren Manifestation geworden. Und was jetzt so banal klingt, so einleuchtend, ja, so funktioniert alles in unserer Welt. So funktioniert ausnahmslos alles in unserer Welt. Also auch wenn ich alleinstehend bin und ein glücklicher Partner sein möchte, auch wenn ich krank bin und gesund sein möchte, auch wenn ich arm bin und wohlhabend sein möchte. Sagen wir, ich bin krank, innerer und äußerer Mensch sind krank. Da ist kein Vakuum. Der Wunsch nach Gesundheit ist aber da. Was jetzt passiert ist, ich stelle mir etwas vor, das impliziert, das bedeuten würde, dass ich gesund bin. Zum Beispiel, wie mir ein guter Freund gratuliert, sich für mich freut, dass ich kerngesund bin, dass er mich lange nicht hat so strahlen sehen. Was ist jetzt passiert? Der innere Mensch hat entschieden, gesund zu sein. Der innere Mensch hat die Entscheidung getroffen, ich bin gesund. Nicht, ich werde gesund sein, er ist gesund. Er hat den äußeren Menschen verlassen. Was bedeutet das aber auch? Das bedeutet auch, dass der äußere Mensch nach wie vor krank ist, dass der äußere Mensch nach wie vor Symptome hat, dass der äußere Mensch oder dass die Menschen in der Welt des äußeren Menschen, also deine Familie, deine Freunde, deine Nachbarn, deine Mitmenschen, die dich sehen, nach wie vor den Kranken sehen, weil sie eben nur den äußeren Menschen sehen. Sie sehen nicht die Entscheidung, die der innere Mensch getroffen hat, dass er jetzt gesund ist. Wenn der innere Mensch jetzt aber bei seiner Entscheidung bleibt, gesund zu sein, dann hat der äußere Mensch keine andere Wahl, als dem inneren Menschen hinterherzulaufen. So wie er ihm hinterherläuft, wenn es um die Entscheidung geht, einkaufen zu gehen, so muss er ihm auch hinterherlaufen, wenn es um die Entscheidung geht, gesund zu sein, finanziell frei zu sein, ein glücklicher Partner zu sein, glücklich zu sein, egal was zu sein. Der äußere Mensch muss dem inneren Menschen hinterherlaufen. Warum hilft uns dieses Verständnis jetzt? Zum einen bringt es extreme Erleichterung darüber, dass wir den äußeren Menschen nicht bewusst woanders platzieren müssen. Dass wir Symptome, die der äußere Mensch noch wahrnimmt, nicht leugnen müssen. Dass wir nicht so tun müssen im Außen, als wären wir bereits wohlhabend. Dass wir ja dieses Fake it till you make it sein lassen können und dass wir uns auch keinen Stress machen müssen, wenn wir zum Beispiel noch Symptome spüren. Dann ist es eben nicht so, was viele glauben, oh, jetzt habe ich wieder Symptome gespürt, jetzt war alles umsonst, jetzt klappt die Manifestation nicht. Nein, die Symptome spürt der äußere Mensch. Der äußere Mensch hat aber keine ursächliche Macht. Der äußere Mensch muss der Entscheidung des inneren Menschen folgen. Unsere einzige Aufgabe besteht also darin, den inneren Menschen im Zustand zu platzieren, den wir als äußerer Mensch erfahren wollen. Und wie machen wir das? Wir stellen uns vor, dass wir sind, wer wir sein wollen. Ich möchte gesund sein? Okay, was würde implizieren, dass ich gesund bin? Vielleicht würde ich irgendetwas tun, was ich jetzt nicht tun kann. Vielleicht würde mich ein Freund fragen, ob wir am Samstag wieder wandern gehen. Etwas, das ich als Kranker vielleicht lange nicht konnte. Ich möchte finanziell frei sein? Naja, was würde ich tun, wenn ich finanziell frei wäre? Vielleicht würde ich statt um 6 Uhr morgens meinen Kaffee schnell wegzukippen, würde ich ihn um 10 Uhr morgens in meinem wunderschönen Garten trinken. Vielleicht würde ich reisen gehen, wann ich möchte. Vielleicht würde mich einfach ein Freund fragen, wie ich das denn geschafft habe. In dem Moment, wo ich die Augen schließe und mir das nun vorstelle, wieder und wieder und wieder, habe ich die Entscheidung getroffen. So wie ich die Entscheidung treffe, einkaufen zu gehen jeden Tag, so habe ich jetzt die Entscheidung getroffen, dass ich bin, wer ich vorher noch sein wollte. Ich habe den inneren Menschen da platziert, wo ich hin möchte. Der innere Mensch hat den äußeren Menschen verlassen. Wichtig, der äußere Mensch ist nach wie vor da, wo er vorher war. Das heißt, du wirst weiterhin erstmal Symptome spüren. Du wirst weiterhin auf dein Konto gucken und da stehen die gleichen Zahlen. Du wirst, wenn du dir vorstellst, ein glücklicher Partner zu sein, weiterhin die Augen öffnen und da ist niemand in deiner Wohnung. Wäre ja auch ein wenig gruselig, wenn jetzt plötzlich jemand neben dir sitzen würde. Nein, da ist niemand. Aber wenn du dieser Annahme treu bleibst, was nichts anderes bedeutet, als dass du dir beständig wieder und wieder diesen kurzen, imaginativen Akt vorstellst, dann sorgst du dafür, dass der innere Mensch dort verweilt, wo du sein willst. Und dann hat der äußere Mensch, ich garantiere es dir, keine andere Wahl, als dem inneren Menschen hinterherzulaufen. Was nichts anderes bedeutet, dass du über eine Brücke von Ereignissen gehen wirst, die sich völlig normal, völlig selbstverständlich anfühlt und dann bist, wo du vorher entschieden hast zu sein. Das heißt, du wirst gesund sein, du wirst finanziell erfüllt sein, du wirst ein glücklicher Partner sein. Und dann, erst dann können die Menschen in deiner Umgebung sehen, welche Entscheidung du längst getroffen hast. Dann können sie sehen, oh wow, er ist ja gesund, oh wow, er ist ja finanziell frei, oh wow, er ist ja dies, das oder jenes. Sie können es erst sehen, wenn der äußere Mensch dem Inneren hinterhergelaufen ist und dieses Vakuum geschlossen hat. Das ist aber nicht deine Aufgabe. Es ist nicht deine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass du keine Symptome mehr spürst. Das kannst du überhaupt nicht. Also mach dir diesen Druck nicht, mach dir diesen Stress nicht. Mach dir klar, dass die Symptome nur
durch den äußeren Menschen gespürt werden. Das hat keine Bedeutung. Was von Bedeutung ist, ist der innere Mensch. Und den inneren Menschen platzierst du jetzt, heute, augenblicklich im Zustand, den du als äußerer Mensch erfahren möchtest. Also dir wohnen zwei Menschen inne, zwei Wesen wohnen dir inne. Und darum musst du nicht verleugnen, dass die äußeren Umstände noch sind, wie sie jetzt nun mal sind. Deine einzige Aufgabe besteht darin, den inneren Menschen, den größeren, den älteren, den stärkeren, den mächtigeren, dort zu platzieren, wo du sein möchtest, nämlich in der Wunscherfüllung, nämlich als die Person, die du sein möchtest. Denke da in Bewusstseinszuständen. Ich möchte sein der Gesunde, der finanziell Freie, der glückliche Partner. Wer will ich sein in dieser Welt? Ich stelle mir vor, dass ich es bin. Dann ist mein innerer Mensch vorangezogen, hat sich auf den Weg gemacht, ist schon am Ziel, kommt dann zurück, indem ich die Augen öffne. Der äußere Mensch, oh, der ist ja immer noch da, wo er vorher war. Er hat immer noch Symptome. Aber der innere Mensch kommt wieder und nimmt den äußeren, den kleineren mit. Über eine Brücke von Ereignissen nimmt er ihn an die Hand, damit ich als Mensch die Wunscherfüllung in meiner Außenwelt erfahre. So funktioniert Manifestieren. So funktioniert das bewusste Erschaffen von Umständen, wie ich sie mir wünsche. Ich hoffe, dass dir dieses Verständnis die Leichtigkeit bringen kann, die es mir gebracht hat, die es vielen Menschen bringt, mit denen ich im Mentoring zusammenarbeite. Denn es ist einfach eine wichtige Erkenntnis, die man sich immer wieder vor Augen führen darf. Danke fürs Zusehen. Fragen, Anregungen dazu wie immer gerne unter das Video. Und ansonsten freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao.